Sie war jahrelang an der Parteispitze der Grünen Partei in Österreich, hat sich dann aus der Spitzenpolitik zurückgezogen und möchte jetzt wieder in den Ring und in den Nationalratswahlkampf einsteigen. Madeleine Petrovic mit ihrer Liste. Madeleine Petrovic, und wir begrüßen Sie jetzt hier bei uns auf OE24TV. Herzlich willkommen. Danke, hallo. Sie haben auch Ihre Mitstreiterinnen mitgenommen. Wir begrüßen Nora Sammer, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und Frau Monika Henninger-Erber, auch Ihnen einen schönen Nachmittag. Ja, vielen Dank. Frau Petrovic, viele werden sich wahrscheinlich denken, wir kennen Sie alle als Spitzenpolitikerin. Warum wollen Sie sich denn jetzt das wieder antun? Es ist ja irgendwie ein Walfischbecken, ja, die Politik. Ja, das haben mich einige gefragt. Und es ist gar nicht so, dass das jetzt so mein Wunsch und mein Drängen war, weil die Entwicklung war so, dass ich das Gefühl hatte, es ist notwendig. Leider ist zwischen mir und den Grünen in den letzten Jahren eine gewisse Entfremdung aufgetreten. Nicht nur ich, sondern einige von uns, da steht ja auch, hinter uns steht ja auch noch ein Verein, der für Medienfreiheit eintritt und für Grundrechte, die GGI. Wir haben vielfach versucht, mit einzelnen Personen oder mit dem Parlamentsclub in Kontakt zu treten, und das ist leider gescheitert, oder es war nur ein Geplänkel an der Oberfläche. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, es ist schon notwendig, auch eine Alternative zu bieten für Leute. Ich habe sehr oft gehört, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich wählen soll. Die Freiheitlichen will ich nicht unbedingt wählen. Und so quasi in eine mehr liberale Gruppierung, die auch für Integration und so weiter eintritt, die fehlt in dem Land. Und jetzt gibt es es. Frau Sammer, Sie sind Standfrau. Frau Henninger-Erber, Sie sind Nachhaltigkeitsberaterin. Warum haben Sie sich denn entschieden, die Frau Petrovic zu unterstützen? Ja, prinzipiell haben wir alle dieselbe Geschichte jetzt mit dem, dass wir bei der GGI, bei dem Grünen Verein für Grundrechte und Informationsfreiheit, angefangen haben. Wir haben die Entwicklung in den letzten Jahren, gemerkt, dass wir das nicht mehr aushalten. Also für mich persönlich war es so, ich konnte nicht mehr tatenlos zusehen und mein Schmerzpegel war so hoch. Und ich erkläre meinen Kindern immer, dass wenn sie was verändern wollen, wenn sie sich aufregen, jammern ist keine Lösung, man muss was tun. Und ich hatte nie die Absicht, in die Politik zu gehen. Aber ich lebe das jetzt vor, wenn man was verändern will, muss man auch selbst dafür einstehen und das tun. Und das tun wir. Ja, bei mir war es so, ich war schon in der Politik, in der Gemeindepolitik. Und habe gesehen, wie wichtig Politik für die Menschen ist. Und ich war dann sehr überrascht, wie sich auch die Grünen positioniert haben. Ich war Leiterin der Grünen Ortsgruppe bei uns. Und es war für mich schon sehr schmerzhaft zu sehen, dass es zu dieser Spaltung in der Gesellschaft kommt und dass man dagegen nichts tut. Ich hätte das erwartet, ich habe das auch adressiert, aber das wurde einfach nicht verstanden. Man hat das nicht gesehen. Und zu welchen schweren Einschränkungen es dann für die Menschen kam, für die Gesellschaft, ich habe das als sehr schlimm empfunden. Und ich habe dann Gott sei Dank andere grüne Funktionäre kennengelernt, die auch so dachten, denn ich dachte lange Zeit, ich wäre die Erste, die das so sieht, oder die Einzige, die das so sieht. Das war nicht der Fall. Ich bin seit Anbeginn bei der GGI dabei. Und es war uns wichtig zu zeigen, dass es einen anderen Weg gäbe. Und den haben wir nun 2,5 Jahre sehr konsequent auch verfolgt. Und wie Frau Petrovic auch sagte, wir haben es mehrfach versucht, wieder ins Gespräch zu kommen, aber das war nicht erfolgreich, das wurde auch nicht gewünscht, nicht angenommen. Ich höre jetzt von den drei Damen viel Kritik an den Grünen. Was wollen Sie denn anders machen, Frau Petrovic? Wie wollen Sie denn diesen Wahlkampf führen und was sind Ihre großen Herzensthemen? Naja, ich habe ja auch den Überblick über, kann man schon sagen, Jahrzehnte der Grünpolitik. Ich war damals sehr, sehr begeistert von Frieda Meissner-Blau und bin es heute noch. Und die Grünen sind ja ins Parlament gekommen, das hat sich damals genannt Bürgerinitiative Parlament. Und das war eigentlich der Zusammenschluss von verschiedenen Strömungen und Gruppierungen, die Umweltbewegung, die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Bewegung für behinderte Menschen. Und alle die haben sich zusammengetan in dem Wunsch, ins Parlament einzuziehen. Und das ist ja dann 1986 auch geglückt. Und es gab dann lang so die Theorie vom Spielbein und dem Standbein der Partei.
dass man im Parlament verankert ist, also in den Institutionen verankert ist, aber den Connect zu den Bürgerinitiativen, zu den Umweltinitiativen weiterhält und auch ein offenes Ohr hat für die Anliegen von dort. Man muss nicht alles machen, was die Initiativen wollen und einem zurufen, aber den Kontakt nicht mehr intensiv aufrechterhalten, das war ein Fehler, glaube ich. Ich sehe zwar, dass die Arbeit im Parlament, und ich weiß es ja auch, sehr, sehr intensiv ist und sehr viel von den Kräften aufzehrt, aber ich glaube doch, dass eine größere Offenheit nach außen möglich gewesen wäre. Zum Beispiel auch mit Leuten, die in Sachen Corona-Maßnahmen kritisch waren, in Sachen aber auch der Medienfreiheit, dass sich das doch immer stärker verengt hat oder dass halt gewisse Aussagen nicht mehr toleriert wurden. Und bei mir war dann wirklich ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das geht nicht, dass Leute wie Journalistinnen, Schauspielerinnen oder Ärzte und Ärztinnen ihren Job verloren haben, weil sie eine andere Überzeugung hatten. Und ich denke mir, die Wissenschaft muss frei sein, die Meinung muss frei sein. Und es gibt auch ein Prinzip und einen grünen Grundsatz, selbstbestimmt leben. Das heißt, ich möchte darüber entscheiden, wie ich lebe. Und da ist eigentlich sehr viel, hat der Staat hier an Druck ausgeübt. Und das habe ich doch als sehr belastend erlebt. Und vor allem versuche zu sagen, bitte überdenkt das doch mal. Man kann nicht einfach Schulen schließen und Kindergärten schließen. Das schadet doch den Kindern. Wir haben damit eigentlich nichts erreicht und ich denke, dann muss man es halt im Nachhinein aufarbeiten. Sie haben jetzt schon ein paar konkrete Themen angesprochen, zum Beispiel die Corona-Politik. Konkret, was sind denn die Themen, mit der Sie jetzt bei der Nationalratswahl mit der Liste Madeleine Petrovic antreten wollen? Ja, Sie können uns glauben, an Themen mangelt es uns nicht. Es gibt sehr viele wichtige, zentrale Themen und wir möchten nur einige vielleicht als Beispiele nennen, wobei das keine Reihung ist. Wir stehen für Demokratie, für gelebte, lebendige Demokratie im Sinne der Menschen. Und wir wissen, dass viele Menschen so, wie Demokratie heute funktioniert, wie sie gelebt wird, dass sie damit unzufrieden sind. Das möchten wir ganz klar ansprechen. Wir stehen für die uneingeschränkte Einhaltung der Grundrechte und der Freiheitsrechte. Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit wurde schon genannt. Das ist ein Themenbereich. Ein anderer, ganz wichtiger, ist auch Frieden und Neutralität. Ein weiterer, wir kommen aus der Grünbewegung, wir sind den grünen Werten auch verpflichtet, ist der Naturschutz, der Umweltschutz und auch der Tierschutz. Und dann auch noch, ebenso wichtig, ist, wie geht es den Menschen, wie geht es den Bürgern in diesem Land? Es geht auch um Existenzsicherung, es geht um Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen. Und dazu gehört Wohnen, dazu gehört leistbare Energie, dazu gehört auch das Recht auf Bildung oder Kultur. Und all das, und das ist nur ein kleiner Abriss jetzt, das möchten wir einbringen, da möchten wir den Wählern ein gutes, wählbares Angebot machen. Frau Sammer, die Liste Madeleine Petrovic ist ja diese Woche, glaube ich, am Mittwoch gegründet worden. Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind denn so die nächsten Schritte bis zur Nationalratswahl? Ja, der nächste Schritt, der nächste große Schritt ist einmal, wir müssen uns bekannt machen und wir brauchen die Unterstützungserklärungen. Das sind 2600, die wir brauchen. Ab 9. Juli kann man zu den Gemeinden gehen und sich die Unterschrift holen und dann unsere Unterstützungserklärung an uns senden oder uns persönlich geben. Wir werden viel auf der Straße sein, wir werden viel bei den Menschen sein, mit unseren Netzwerken, in denen wir aktiv sind, in Kontakt bleiben und einfach viel rausgehen, mit den Leuten reden, mit den Menschen reden und auch eine neue Haltung präsentieren. Wir müssen das vorleben, was wir predigen und wir wollen, dass die Menschen wieder kritisch denken, hinterfragen, dass die Menschen wieder selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nehmen und dass die Menschen wieder mehr mitgestalten wollen. Die Leute sind so politverdrossen und das ist wirklich schade, weil es gibt so viel gute Ideen. Wir müssen es nur umsetzen und wir müssen den Menschen wieder in das Zentrum stellen und das System, das politische und staatliche System ist für die Menschen da, nicht umgekehrt. Und im Moment ist das sehr in Disbalance. Ja? Wir müssen schauen, dass die Leute wieder mitgestalten wollen und da müssen wir auch die Motivation vorleben.
Frau Petrovic, ich möchte Sie noch auf die Grünen und den aktuellen EU-Wahlkampf ansprechen, Thema Lena Schilling. Sie kennen vielleicht die Grünen wie kaum eine andere. Wie konnte es denn dazu kommen, dass die Grünen eine Dame präsentieren, wo dann diese Affären im Nachhinein ans Tageslicht kommen? Ja, also es scheint so zu sein, dass ich die Grünen kannte, weil natürlich muss man vor einem Wahlkampf darüber reden, wer Kandidatinnen oder Kandidaten sind und ob es da irgendwas gibt, was vielleicht auch zu einem Stolperstein in einem Wahlkampf werden kann. Und wenn ich jetzt lese in den Medien, dass offenbar schon der Beginn dieser unangenehmen Geschichten spätestens im Oktober 2023 bekannt war, also da hätten doch alle Alarmglocken läuten müssen. Jetzt sage ich, ja, junge Menschen haben auch das Recht, einmal quasi über die Stränge zu hauen. Aber es ist ein Unterschied, ob man dann vielleicht noch andere Menschen reinzieht und denen was vorwirft. Sonst, das Privatleben muss privat bleiben. Aber sobald ich die Rechte eines Dritten berühre, ist es keine Privatsache mehr. Und ja, wie die Grünen aus der Geschichte rauskommen, schwierig. Es wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen für Frau Schilling, dass sie zuerst einmal als parlamentarische Mitarbeiterin oder vielleicht zumindest nicht an vorderster Stelle kandidiert, dann hätte sie auch noch ein paar Jahre Zeit gehabt, sich in dieses ganze politische Treiben besser zu integrieren. Haben die Grünen Lena Schilling verheizt? Es sieht fast so aus, ja. Es sieht fast so aus. Und eigentlich ist das schade, weil das vielleicht sogar andere junge Menschen abschreckt, das zu machen. Und ich denke mal, keine Kandidatin und kein Kandidat muss ein Heiliger sein. Ja? Wie gesagt, das Privatleben ist privat. Aber der Punkt ist dort, wo ich mit meinen Äußerungen einen anderen Menschen reinziehe oder andere Menschen reinziehe. Und da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Und da ist auch Jugend nicht unbedingt eine Ausrede, weil, wie gesagt, für die Person, die das betrifft, ist es genauso verletzend, ob das jetzt ein älterer Mensch oder ein jüngerer ist. Nicht? Und zumindest, wenn sowas schon passiert, hätte es eine wirklich in die Tiefe gehende Entschuldigung geben müssen. Nicht? Und so zu sagen, es ist eh alles Paletti und wir tauchen durch, man sieht ja, das kommt nicht an. Aber die Kritik ist mehr gerichtet an die Führungsspitze und nicht so sehr an Frau Schilling. Ja. Wie kann man denn die Liste Madeleine Petrovic unterstützen, wenn man sagt, man möchte in diesem Gedanken da mit dabei sein? Ja, genau. Wir sind jetzt frisch gegründet und wir brauchen natürlich jetzt Mitglieder. Mhm. Und wir möchten dafür jetzt auch werben. Wir brauchen ordentliche Mitglieder, die das aktive, das passive Wahlrecht auch haben. Aber wir brauchen genauso außerordentliche Mitglieder. Das heißt, das sind Förderer bis hin zu Menschen, die bereit sind, uns bei Veranstaltungen zu helfen, bei Aktionen, auch im Wahlkampf. Wir brauchen nicht nur Geldspenden, sondern auch Zeitspenden von den Menschen. Wir wünschen uns, dass uns ganz viele unterstützen und wir haben natürlich auch festgelegt, was kostet ein Mitgliedsbeitrag bei uns und die Informationen sind alle auf der Homepage, die seit heute Vormittag online ist, auch verfügbar. Das ist wichtig und dann, ja, wir möchten natürlich auch darauf achten, wie rasch wir wachsen, wie schnell wir wachsen und werden Menschen, die bei uns auch Mitglied werden, gerne kennenlernen, Gespräche führen und schauen, dass wir gut zusammenpassen und dann gemeinsam unser Ziel verfolgen. Und unser Ziel, ganz klar, ist nicht nur antreten für die Nationalratswahl, sondern auch Einzug ins Parlament, also die 4%-Hürde knacken. Das wäre auch meine Abschlussfrage gewesen an die Madeleine Petrovic. Das Ziel offensichtlich ist definiert, die 4%-Hürde. Was wünschen Sie sich jetzt auf dem Weg bis zur Nationalratswahl? Dass es wirklich eine Bewegung wird. Also, dass es, heute war das einmal ein medialer Auftritt und er war Gott sei Dank breiter als Artikulationen in der Vergangenheit. Das wird sicher auch so weitergehen. Wir werden aber nicht nur mit politischen Statements, sondern da ist vor allem Nora eine Expertin, auch mit geselligen Veranstaltungen präsent sein und wir wollen
Also es sollte sich eine wirkliche Bewegung daraus entwickeln. Wir können keine Berge versetzen, aber wir können zuhören. Und ich habe in der Vergangenheit immer so agiert, dass ich gehört habe, wo haben viele Leute ein Problem, dass es wert ist, es ins Parlament zu bringen. Ob das jetzt im Naturschutz ist, irgendein Biotop, das zerstört werden soll, ob das eine Kindergartenöffnungszeit ist, die nicht passt zu den Berufswünschen der Eltern, vor allem der Mütter. Und diese Wünsche wollen wir gern mitnehmen und transportieren. Versprechen können wir nichts, aber wir können schon, und das weiß ich, ganz schön laut sein und Wünsche, die aus der Bevölkerung kommen, deutlich verstärken. Die Liste Madeleine Petrovic für die Nationalratswahl. Danke für den Besuch hier auf OE24 TV. Danke auch.